Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde, zu Kalchos, der Entdeckung Vinlands. Ja, wir sind noch immer in der Mission Mexiko. Groß am Schaffen. Unsere erste Straße wird gebaut. Unsere Waffenproduktion ist im Großen und Ganzen schon bereit. Webstube steht leer. Ja, es liegt daran, dass... Ah. Unser... Weber gerade... Schuhe herstellt. Während unser Druide fleißig... Öl herstellt, hoffe ich mal. So, der erste kann trainiert werden. Du hast den Beruf Druiden erfunden. Gut. Ja, du brauchst halt noch ein bisschen, bis du... im Eisenschmelzen fertig bist. Wie sieht es mit unserem Goldschmied aus? Ja, der ist auch bald soweit. In unseren Häusern gibt es langsam Nahrung. Gut. Also in den beiden Häusern. So, du hast eine gewünschte Warenmenge hergestellt, dann darfst du mal weben. Und wir haben einen Goldschmied, yay. Hier drüben läuft auch alles. Wir haben den Eisenschmelzer. Mhm. Ja, jetzt kommt der lustige Teil, die Schmieden zu bauen. Fangen wir mit der Werkzeugschmiede an. Die brauchen wir am häufigsten. Das setzen wir hier hin. Die machen wir zu, die Fenster, die wollte ich nicht aufhaben. Eine Rüstungsschmiede. Und eine Schwertschmiede. So, du hast leider nur einen Meisterbrief als Holzfäller. Du hast einen als Speermacher. Ja, komm, du lernst jetzt den Speermacher. Den Speermacher lernst du. Damit du dann Bogenschnitzer werden kannst. Schuhe haben wir noch ein paar, das ist auch gut.
Ja, unsere Straße hier ist auch fast fertig. So, jetzt brauchen wir jemanden, der die drei Gebäude übernimmt. Und dann müssen wir auch schon mal die Träger für die Kaserne planen. Ja, und ich denke, wir können hier dann doch mal auf die Tube drücken, soweit wie unsere Stadt ist. So, du bist jetzt Bogenmacher. Mach mal Bögen. So, die Kinder kommen. Kaserne und Zweifamilienhaus auch gleich mal in Planung. Du bist sehr erfahren und kannst trainiert werden. Du bist unser Müller. So. Oh, sehr gut. Unsere Gebäude werden gebaut, also unsere Eisenverarbeitung. Er wird hier halt eine Weile brauchen, weil er kriegt mit jedem Bogen nur 10%, also muss er 10 Bögen machen. Unser Weber ist fertig, Eisenmine ist fertig. Ach so, Eisenmine steht leer, ja. Ja, zur Not kann ich hier noch ein Steinmetzzelt errichten. Das ist doch nicht zu weit weg von seinem Zuhause. Oh, die Werkzeugschmiede braucht Lehm und Walzen. Die beiden brauchen Stein und Walzen. Du bist erfahren und kannst trainiert werden, das ist immer gut. Oh, er baut ein Zweifamilienhaus schon. Ja, hauptsächlich ist es wichtig, dass ich dann hier Straßen hinbaue, also zu den
Waffenproduzenten, dass meine Träger von der Kaserne aus schneller hinkommen. Ach ja, und wenn ich kann. Einmal über den Berg. Eine Straße zwischen Goldmine und Goldschmelze. Pilzsammlerhütte steht schon lange leer, ist okay. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Oh, du bist fertig. Gut, dann gehst du erstmal wieder, sagen wir, 6 Schuhe herstellen. Und dann musst du jagen gehen. Ruhig mal hier die Nachfrage an Nahrung und Bier erhöhen. Weil von beidem haben wir genug schon im Hauptlager, dass wir das nach da unten verschiffen können. Wisst ihr was, ich stelle gleich mal auf Maximum beides. Ne, mehr als 100 geht ja hier nicht rein. Ja, dieses wunderschöne Klickgeräusch. So, was sagen denn so unsere... Oh, Zivilisten. Hä? Du, in die Schule. Du wirst dann Eisenschmelzer. Fängst dann mit der Rüstungsschmiede an. So, Jäger. So, du hast Eisenschmelzer gelernt. Also, das ist erstmal Rüstungsschmied. Machst erstmal 9 Rüstungen. Dann gucken wir weiter. Ach ja, und du darfst wieder bei Vater und Mutter einziehen. So, ihr beide werdet Träger. Zweimal Familienhaus ist fertig. Wie sieht's hier so mit Nahrung aus? Sieht alles gut aus, gut.